Ich will drei Punkte machen. Erster Punkt. Die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land ist unbefriedigend. Hierbei haben wir zum einen konjunkturelle Belastungsfaktoren, zum anderen aber auch strukturelle Defizite unserer Wettbewerbsfähigkeit, die wir seit vielen Jahren kennen. Die Bundesregierung geht diese entschlossen an, von A wie Arbeitskräfte bis P wie Planungs- und Genehmigungsverfahren, die wir beschleunigen wollen. In meinem Geschäftsbereich kommen zwei wichtige Gesetzgebungsvorhaben hinzu. Zum einen das Wachstumschancengesetz, mit dem wir Forschungsförderung, Investitionen und Eigenkapitalbasis stärken, sowie das Zukunftsfinanzierungsgesetz, mit dem wir den Kapitalmarktzugang insbesondere für junge und innovative Unternehmen verbessern und mit der Mitarbeiterkapitalbeteiligung die Gewinnung von Talenten in diesem Bereich unserer Wirtschaft verbessern. Zum Zweiten, wir haben unverändert eine zu hohe Inflation. Die Europäische Zentralbank hat deshalb ihre Zinsen erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Es wäre falsch, ökonomisch unverantwortbar, würde der Staat die Inflation dadurch anheizen, dass er jetzt noch Ausgabeprogramme schuldenfinanziert auf den Weg bringt. Das macht die Bundesregierung nicht. Sie wissen, wir halten uns an die Schuldenbremse und erreichen bereits in diesem Jahr ein Staatsdefizit von unter 3%. In diesem Jahr sinkt bereits die Staatsschuldenquote, und zwar unter Berücksichtigung des Kernhaushalts wie aller Sondervermögen. Und am Ende des Finanzplanungszeitraums sind wir bereits auf dem Weg zum Vorkrisenniveau. Die fiskalische Trendwende ist trotz Rekordinvestitionen gelungen. Zum Dritten, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sehen die sehr hohen Migrationszahlen in Europa und auch in Deutschland. Sorge bereitet uns insbesondere die Schlepperkriminalität. Die Bundesinnenministerin hat deshalb zusätzliche flexible Kontrollen angekündigt im grenznahen Raum. Dabei wird die Freizügigkeit geachtet, dabei wird auch das Wirtschaftsleben nicht beeinträchtigt werden. Aber wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Schlepperkriminalität nicht in dieser Weise weiter bestehen kann. Ich habe deshalb entschieden, dass der Zoll die Kräfte des Bundesinnenministeriums unterstützt, bis zu 500 Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte des Zolls, insbesondere aus dem Bereich der Kontrolleinheiten Verkehrswege, werden deshalb zur Verfügung stehen, um die Durchsetzung dieser stationären Kontrollen sicherzustellen. Nach 2015 hat Deutschland streckenweise die Kontrolle über den Zugang in dieses Land verloren. Dieser Zustand darf nicht fortgesetzt werden.